Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war eher andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Charlene, nicht bleiben im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht... John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, niemals... John, hör auf! Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell, Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen Sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und Sie wollen den Brandstifter. Sin Hombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Hombre lebend. Dann... treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich? Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale, tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Okay, hört sich interessant an auf jeden Fall. El Sin Hombre. Erste Nummer 2022, 23 Uhr. Shadows auf Position. Okay, alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Un vaquero drinnen. Verdammt, wie hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Soap. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es. Wir sind Soap, alles klar. Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu, gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst lebst du hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Sedo Company, Philip Graves. Die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? So, hier gibt's auch eine kurze Pause. Gleich wieder. So, wieder da. Weiter geht's hier. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Hero? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sin Hombre. Ah, er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Scher dich aus meinem Aufzug. Das ist mein Haus. Das ist... Du triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und más importante. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst... Bist du Hundefutter? Okay. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der
aber sag keine Drogen. Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Befolge die verdammten Regeln! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. El Sinombre ist hier unten? Nein. Sinombres persönliche Sicaria ist es. Valeria, hay uno más. Un gringo. Setz dich. Okay. Ich setz mich mal. Das sind auf jeden Fall auch Marines. Dann setz ich mich mal halt. Mal gucken, ob ich selber Fragen beantworten muss oder ob das als Cutscene nachher gilt. Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Wer? Todo un caos, no vi. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer rief uns an? Das war nicht das Hotel. Das waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Ja komm, wir sagen mal die drei. Die haben mal die Instruktion gekriegt. Namens Shadow Company. Das Paqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Dieses Pinches wie Borras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Ich hab den Patch. Revisa mi bolsillo. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Ein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Das ist die 5. Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves, was will er wohl? Sag mal, El Sinombre. Er will euren Boss. El Sinombre. Ihr dürft ihn nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeig dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben.
Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Okay, ich soll hinterherlaufen. Komm schon, Guerra. Ja, ja. Bin unterwegs. Muss die Treppe hier erstmal hochkommen. Bevor ich weitergehe, ich hoffe mal, ich kriege keine geklatscht. Diego hat ja, nachdem wir aus dem Fahrstuhl kamen. Willst du hier eine Geisel sein, oder? Hochkommen und mit den anderen warten. Ja, warte mal. Du, hey, Cabron. Ja, ha, okay. Ja, die. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sinombre wird über dich entscheiden. Besser okay. Kriegt das hin, Arschlöcher. Naja, er hat auf jeden Fall ja gesagt, hier, wie heißt du, Soap? Und dann kam ja der Satz, hey, was ist Soap überhaupt für ein Name? Und das ist halt auch der erste Satz, den Captain Price ja zu Soap gesagt hat bei dem Anfang von Call of Duty Modern Warfare 1, COD 4. Treffe ich es in Nombre. Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, Elsinombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Du wirst hier warten, Soap. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Chef. Komm klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Bien. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. Elsinombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Hier. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Ghost, sind drin. Wie sieht's aus? Elsinombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Renda, zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir Elsinombre und erledigen wir das. Ende. Okay. Hol dir Diegos Schlüsselkarte aus der Fremde am zweiten Stock. Stock vor allem. Stock? Stock? Oder finden einen Weg aufs Dach. Können wir dir irgendwie was machen? Irgendwie attackieren? Nee. Darf ich hier wenigstens sprinten? Ja, darf ich. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Eine Flasche. Frage ist, wir können. Wieso haben wir da Flaschen? Hundertprozentig als Ablenkung. Aber wie kommen wir hoch? Ah, okay, das sieht schon mal gut aus. Da drüber. Okay. Gut, wir haben ja. Okay, der sieht mich hoffentlich nicht. Eine Flasche als Ablenkung. Ich bin im zweiten Stock. Hofmesser. Flasche. Alejandro. Hab Diego gefunden. Roger. Hm. Komme ich da jetzt am besten hin? Eine Flasche. Will ich eigentlich nur als Ablenkung im höchsten Notfall nutzen. So, das machen wir mal so. Verlier das Messer nicht, hermano. Hab eine Waffe gefunden. Hoppala. Vorsicht, hermano. Wenn du Krach machst, haben wir sie alle am Hals. Ja. Frage ist halt. Da. Ausschalten. So. Ah! Okay. Alejandro, Diego ist tot. Mein Fleisch und Blut. Hab die Schlüsselkarte. Gute Arbeit. Komm zum Aufzug oder in den ersten Stock. Aber sei leise. So, Herr Lomo. Soap, Sie kommen. Ist das allí? Sofort weg. Ähm. Achtung, Sie
gefunden. Ah, fuck. Okay, ich hätte links rauslaufen können. Wir brauchen eine Flaschenlocken Gegner weg. Ja, ist mir bewusst. Ich wusste halt gerade nur nicht, wohin. Ja, bin ich doch.